Hallo, meine lieben Zuschauer, schön, dass ihr wieder einschaltet zum neuen Tutorial. Heute habe ich für euch vorbereitet Embedding, das Einbetten von JSF-Seiten oder Teile einer Seite, je nachdem von welcher Ansicht, dass man das Ganze sieht. Es geht darum, also eine Zeit lang war ja mal Portlets sehr viel in der Diskussion und aber auch JSF-Chars, mit denen bestimmte Funktionalität in eine JSF-Seite integriert werden kann, ist nicht immer unbedingt die beste Lösung, gerade in Umgebungen, wo man viele Applikationen laufen hat, auch Applikationen laufen hat, die nicht unbedingt miteinander kompatibel sind. Das heißt, wenn ich jetzt Prime Faces in verschiedenen Applikationen habe, also wenn ich von Applikationen spreche, da meine ich jetzt unterschiedliche WAR-Files. Wenn ich jetzt überall Prime Faces habe, dann habe ich vielleicht noch mehr Möglichkeiten hier Cross-Scripting, Cross-Application-Scripting zu machen oder auch das einzelne Teile einzuembedden. Aber es ist manchmal so, dass ich unterschiedliche Technologien habe, zum Beispiel alte Projekte mit Rich Faces oder mit JSP komplett manuell aufgebauten Seiten etc. etc. Ja, da gibt es sehr vielfältige Möglichkeiten. Und das Embedden, also letzten Endes, steckt ein iFrame dahinter. Das ist eine Möglichkeit, sehr universell Sachen mit einzubinden, und bis jetzt hat da die JSF-Unterstützung, also JSF selbst unterstützt nicht direkt, und daher haben wir in dem JSF Extensions den Tag e:embed, wie man hier im Bild sieht. Den haben wir hier, den können wir hier benutzen, um JSF-konform andere Seitenteile einzubetten. Hier haben wir auch schon mal vorbereitet, den ganz normalen Body, auch komplett ohne Form hier. Hier haben wir den Prime Faces Panel, haben wir hier mit eingebunden. Und hier gehen wir jetzt mit e:embed, den geben wir eine ID und dann hat er ein Attribut Source ist gleich. Hier gehen wir über den Request Context Path, also das heißt, wir sind hier auf dem gleichen Server, in der gleichen Application, gehen nur auf eine komplett andere Seite, Faces Embed Test.xhtml, da schauen wir jetzt auch mal rein. Und zwar ist es diese hier. Die Seite ist auch denkbar einfach. Die kann auch wieder, also die sollte auch einen kompletten Aufbau mit HTML, Head und Body haben. Hier haben wir jetzt bewusst mal das einfach gestaltet, nur mit Hello World, um zu zeigen, dass das Embedding hier auch nahtlos, ohne für den Benutzer sichtbar zu sein, funktioniert. Dann starten wir mal den Tomcat, unseren Application Server, in dem das Ganze läuft, um uns das im Browser nachher anzuschauen. So, es läuft. Wir können die Seite hier laden. Also, das war jetzt eigentlich sehr, sehr unspektakulär und ist vor allem sehr schnell gegangen. Man hat jetzt gar nicht gesehen, dass hier irgendwas nachgeladen wurde. Der Firefox ist da sehr ein schneller Fuchs.
und hat hier das gleich zusammen mit durchgerendert. Ja, man muss natürlich hier zugeben, es ist lokal, es ist auf dem gleichen Server. Es ist allerdings, es ist halt schon in einzelner HTTP-Request, der jetzt hier direkt vom Browser abgesetzt wird. Ja, das Angenehme ist hier, dass es jetzt sehr nahtlos übergeht, dass man hier keine besonderen Übergänge, Kanten, irgendwas zwischen den einzelnen Anwendungen sehen kann. Von daher finde ich, ist es eine echte Alternative zu komplizierten Portlet-Aufbauten, die alle eine nochmal eigene Sicherheit brauchen. Hier kann ich meine normale Application Security mitverwenden. Ja, das wäre eigentlich mal so weit zum Thema Embedding und Embed-Tag aus den JSF-Extensions. Dann freue ich mich wieder, dass ihr es bis hierher geschafft habt. Ich hoffe, es war interessant für euch. Ihr könnt es in eurem eigenen Projekt auch einsetzen. Wenn es Fragen gibt, wie immer, Kommentare unter dem Video. Ich beantworte das, wenn ich dazu komme. Ihr dürft natürlich den Kanal abonnieren, um neue Tutorials und andere Infovideos mitzubekommen. Und dann schaltet wieder ein, wenn neue Tutorials kommen. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit bis dahin. Tschüss.